Punks Optedil war am 29.05. im Atelier Klint in Tinnum das Motto der Lesung aus dem gleichnamigen Buch von Thomas Lötsch. Meistens urkomisch, mal auch bewegend sentimental, erzählt das Buch autobiografisch von der Jugend in einem schleswig-holsteinischen Dorf und deren Interpretation des Wortes Punk. Gelohnt hatte sich auch die regelmäßige Teilnahme am Konfirmandenunterricht. Während unsere Familien zu Hause die Konfirmationsfeiern abhielten, trafen wir uns zum Flippern im Berliner Eck und überschlugen unsere vorläufigen Bilanzen. Wir waren aufgeregt wie junge Hunde, als wir gemeinsam mit einem Bier auf unsere zukünftigen Zweiräder anstießen. Jeder von uns war mit Geldgeschenken gesegnet, die zumindest für ein gebrauchtes Mofa reichen würden. Wir waren auf der sicheren Seite. Jetzt mussten wir nur noch den 15. Geburtstag abwarten und dann gehören wir endlich dazu. Vielleicht hat der ein oder andere schon einmal von Thomas gehört. In den 90er Jahren war er der Sänger der sehr erfolgreichen Deutschrockband Illegal 2001. Ein wenig Musik gab es dann also auch noch.